Dreifaltigkeit wurden dicke Traktate abgefasst und ich sage das eigentlich jedes Jahr bei dem Dreifaltigkeitssonntag, wenn jemand meint, er verstünde, wer Gott ist und wie die Dreifaltigkeit funktioniert, gehört er in die Klapsmühle. Das ist ein bisschen plump gesagt, aber das bringt etwas zum Ausdruck. Gott in seiner Tiefe, in dieser Dreifaltigkeit kann man nicht wirklich verstehen. Man kann sich ein bisschen annähern, aber ganz verstehen werden wir nicht. Und das ist auch nicht das, was unsere Berufung ist, Gott zu verstehen. Das brauchst du auch nicht für deine Nachfolge. Es lohnt sich trotzdem, hinzuschauen, wer dieser dreifaltige Gott ist. Und ich will euch das anhand des Evangeliums heute darlegen. Es ist im Prinzip ganz einfach. Was denkst du, für wen ist die Kirche? Überleg mal, für wen hat Jesus die Kirche gegründet? Also für die Bischöfe und Priester nicht, weil das wäre irgendwie Selbstvergnügen. Das braucht man nicht. Für das Volk Gottes, für uns Christen. Das ist die wirklich naheliegende Antwort. Und wenn du dir die Kirche anschaust, besonders in unseren Breitengraden, stimmt es auch. Bischöfe wollen viele Sachen sichern, dass man am Sonntag einen Gottesdienst besucht. Wenn es nicht die Messe sein kann, dann wenigstens ein Wortgottesdienst. Und am besten jede Pfarrkirche erhalten, die da ist. Dafür braucht man auch ein bisschen Geld, weil Gebäude sind Gebäude. Wer ein Haus oder eine Wohnung hat, weiß es selber. Da werden die Fenster morsch, da fällt irgendwas runter und man muss es ausbessern. Man braucht dafür Mittel. Und es ist gut, diese Gebäude zu erhalten, weil wir brauchen sie ja zum Gebet, zum Gottesdienst. Wenn du genauer hinschaust, die Kirche, also das Volk Gottes, braucht diese Gebäude eigentlich nicht. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, in 20 Jahren brauchen wir mindestens die Hälfte der Kirchen in Österreich nicht mehr. Es gibt Gebiete, wo einfach die Leute wegziehen, also vor allem im Norden hier, in Niederösterreich. Oder Gebiete, wo Leute nicht mehr katholisch werden und nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Wozu dann die Gebäude? Und man kann darüber traurig sein, weil teilweise sind es wirklich wunderschöne Kirchen, Kapellen, Martel und viele andere Sachen. Man kann darüber traurig sein, muss man aber nicht. Weil als Christen brauchen wir das an und für sich nicht. Um zu beten brauchst du keine Kirche. Um die Messe zu feiern brauchst du auch keine Kirche. Es braucht ein schönes weißes Tuch, den Priester, den du dir holst, und dann ist alles da. Viel mehr braucht die Kirche nicht. Für wen ist die Kirche selbst? Wenn man sich auch das Wirken der Kirche in unserem Land anschaut, könnte man meinen, die Kirche ist dazu da, also für euch, die in die Kirche gehen. Weil wir tun sehr vieles, um etwas anzubieten. Denn Menschen, die noch ein Bedürfnis haben, einen Gottesdienst am Sonntag zu besuchen oder unter der Woche oder sonst wie. Wir tun sehr viel dafür. Und das ist auch gut. Ich will es nicht in Absprache stellen. Das ist okay. Aber die Kirche ist nicht für dich. Jesus hat die Kirche nicht für uns gegründet. Nicht für die, die am Sonntag in die Kirche gehen, nicht für die, die getauft sind.
Das haben wir am Ende des heutigen Evangeliums gelesen. Das ist überhaupt das Ende des Matthäus-Evangeliums, was wir gehört haben. Jesus hat seine Jünger 3 Jahre lang ausgebildet. Und was sagt er dann? Geht zu den anderen Jüngern, feiert mit ihnen Gottesdienste, baut Gemeinden auf. Nein. Jesus sagt etwas ganz anderes. Geht zu allen Völkern, die den Namen Jesu noch nicht gehört haben, die frohe Botschaft noch nicht gehört haben, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Dieser Missionsauftrag ist der Daseinsgrund oder Berechtigungsgrund für die Kirche. Die Kirche ist nur dafür gegründet, um die frohe Botschaft zu verkünden. Dir braucht man sie nicht mehr zu verkünden, die hast du schon gehört. Und du bist als Kirche, wie die Jünger, die Jesus heute aussendet, dazu berufen, diese frohe Botschaft hinauszutragen. Das ist das, was Papst Franziskus sehr deutlich heutzutage sagt. Die Kirche ist nicht für uns. Wir sind die Kirche für die Welt. Und man kann darüber traurig sein, dass vielleicht wir weniger werden. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob du diesem Auftrag, den Jesus heute seinen Jüngern gibt, nachkommst oder nicht. Ob du bereit bist, hinauszugehen und Zeugnis abzulegen. Das muss nicht bedeuten, dass du mit jemandem über Jesus sprichst. Wünschenswert wäre es, aber das ist nicht alles. Es geht vor allem um das Lebenszeugnis. Das ist das, wozu alle Christen berufen sind, vor allem die Laien. Ihr seid dazu berufen, das Wort Gottes in diese Welt zu verkünden, mehr als jeder Priester. Ihr seid die Jünger, die ausgesandt werden. Von euch ist es hängt es ab, ob die Kirche einen Sinn macht oder nicht. Ich weiß, das ist ein bisschen harter Tobak, was ich sage, weil das nimmt ein bisschen Luft vielleicht. Aber es ist wirklich so, wenn man das Evangelium liest, Jesus hat die Kirche nicht für seine Jünger gegründet. Kirche sind seine Jünger. Er kümmert sich um sie. Er gibt ihnen, was sie brauchen. Und diese sonntagliche Eucharistie, dieses gemeinsame Gebet und die Räume, die wir haben, die sind für uns da. Das ist ein großes Geschenk Gottes, dass wir das haben. Woanders gibt es das vielleicht nicht. Sei dankbar dafür. Aber das ist nicht alles. Jesus ruft jeden von uns dazu auf, hinauszugehen. Ich habe euch gesagt, ich erkläre euch, wie die Dreifaltigkeit funktioniert anhand dieses Evangeliums. Und genau so habe ich das gemacht. Weil Gott hat die Welt erschaffen, weil er sich selber nicht genügt. Also das ist jetzt eine kleine Heresie, was ich sage. Gott genügt sich selber schon. Er braucht niemanden und nichts, damit er glücklich ist. Aber irgendwie ist in Gott so eine große Liebe gewesen, dass etwas nach außen gehen musste. Etwas musste ausbrechen. So ist die Welt entstanden, aus der überfließenden Gnade und Liebe Gottes. So bist du auch entstanden. Du bist ein Erzeugnis der Liebe Gottes, nicht ein Abfallprodukt. Weil Gott so sehr liebt, bist du. Du bist die Liebe Gottes in Person. Es geht nach außen. Die Liebe kann nicht zurückgehalten werden. Sie möchte sich mitteilen. Und so ist es in der Dreifaltigkeit.
Der Vater teilt sich dem Sohn mit, der Heilige Geist dem Vater. Es geht so in einem ewigen Kreis und irgendwann bricht es aus, weil die Liebe so groß ist. Und so ist es auch mit der Kirche. Wenn Brüder und Schwestern einander lieben, wie es die Bibel uns sagt, ist es wie ein Salböl, wie eine Salbung für Gott. Und diese Salbung ist so groß, dass sie sich mitteilen will. Deine Nachfolge, deine Entscheidung für Christus, all das, was du aus dem Glauben heraus tust, soll für andere sein, nicht nur für dich. Und das bedeutet nicht, dass jetzt die 99 Schafe irgendwie nicht versorgt werden. Aber wenn ihr dieses Gleichnis von Jesu einmal genau schaut, Jesus lässt bewusst diese 99, die Treuen, die da nicht ausbüchsen. Er weiß, die sind gut versorgt. Und was macht Jesus? Jesus, der Sohn Gottes, lässt diese schöne Schar. Man könnte sagen, Jesus lässt die Kirche und geht hinaus. Und sucht dieses eine Schaf, das das Evangelium noch nicht gehört hat. Du bist dazu berufen, mit deinem ganzen Leben, mit deinen Talenten, wie sie auch sind, das Evangelium denen zu verkünden, die keine Hoffnung haben, die es noch nicht gehört haben. Das ist das tiefste Geheimnis der Dreifaltigkeit, dass dieses Bedürfnis in uns ist, sich mitzuteilen. Du erzählst auch gerne, was dir wichtig ist. Erzähl mal von Jesus. Dann wirst du der Kirche einen Sinn geben, der nicht vergeht. Weil auch diese Kirche, dieses Gebäude, wird irgendwann in sich zusammenfallen. Wir können es erhalten. Vielleicht, was weiß ich, 20 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, wer weiß. Irgendwann ist es alles Staub. Aber die Kirche ist immer noch da dann. Wenn Menschen sind, die das Evangelium verkünden.